Grundsätzlich gehen unsere Vorhersagen davon aus, dass relativ viel konstant bleibt. Und da wir den Prozess, den Übertragungsprozess sehr genau kennen, wissen wir, wie lange es dauert zwischen der Generation der Infizierenden und der Infizierten, wie viele Tage dazwischen vergehen. Da gibt es eine gewisse Verteilung und das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und die nehmen wir mit in unsere Berechnung und schauen uns dann die Anzahl der gemeldeten Fälle pro Tag, pro Woche, pro Zeiteinheit an. Aus der Veränderung der Meldungen an Neuinfektionen können wir dann Vorhersagen über die Regenerationsfähigkeit dieser Infektionskrankheit machen. Das ist der sogenannte R-Wert. Und das sind im Prinzip die Methoden, die wir anwenden, um beispielsweise auch in der Universitätsklinik Vorhersagen zu machen über die Bettenkapazität, die wir vorhalten müssen. Und da ist es natürlich immer wichtig, dass wir da also auch sozusagen auf Sicht fahren können und Vorhersagen haben. Seuchen haben immer ganz regionalen Charakter und werden immer ganz maßgeblich davon beeinflusst, wie sich die Menschen untereinander verhalten. Das heißt, das Verhalten der Menschen, das heißt, die Kontakte, die sich ergeben, bestimmen im Ende den Erfolg oder die Verbreitungsdynamik von Infektionskrankheiten. Und wenn man sich in Freiburg entschieden hat, vielleicht doch, sagen wir mal, Social Distancing viel ernster zu nehmen als in anderen Gegenden, würde das vielleicht ausreichen zu erklären. Wir wissen ja aus den Untersuchungen unserer eigenen Diagnostiker, der Virologen, die hier die Untersuchung für Freiburg auch durchführen, dass gegenwärtig beispielsweise die Infektionen mit Atemwegsinfektionen, die typischerweise im Januar ja sehr häufig sind, dass die ausgeblieben sind dieses Jahr. Und das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass natürlich das Masketragen und das Distanzhalten ja nicht nur das Coronavirus runterbringt, sondern auch die Grippeviren, die Rhinoviren und alle anderen Erkältungsviren momentan keine Saison haben. Die fällt dieses Jahr aus. Wir sind ja typischerweise nicht nur inwendig wie außen besiedelt mit Bakterien und Viren. Wir sind natürlich die ganze Zeit ausgesetzt einer Mikroflora, in deren Kontext wir uns bewegen, die uns auch hilft, Immunität aufzubauen, uns auch gesund erhält, gar keine Frage. Und wir brauchen auch ein bisschen so die Herausforderung des Immunsystems. Also in einer sterilen Welt zu leben, wäre sicherlich gar nicht gesund für den Menschen. Deswegen das ist jetzt einfach nur mal so gefühlt, eine regelmäßig hin und wieder kehrende Erkältungskrankheit etwas ganz Normales, an dem sich unser Immunsystem auch ein bisschen trainieren kann. Das sind grundsätzlich politische Entscheidungen und da haben wir den großen Vorteil, dass wir da als vorhersehende oder vorhersagende Epidemiologen auf die politischen Entscheidungen Gott sei Dank keinen Einfluss nehmen können und wollen. Das muss natürlich in der Gemengelage ganz anders entschieden werden. Wir liefern Daten, die in irgendeiner Art und Weise sicherlich auch belastbar sind, um politische Entscheidungen herbeizuführen. Die wirtschaftlichen Komponenten, die sozialen und gesellschaftlichen Komponenten müssen natürlich die Politiker mit einberechnen und in ihre Vorhersagen einbauen. Und da kommt man natürlich auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, würde ich sagen. Typischerweise sind solche Infektionen, laufen sich immer tot. Wir nennen das stochastische Extinktion. Das ist ganz einfach, das Virus stirbt aus oder es bleibt in irgendeiner Art und Weise erhalten und rezirkuliert dann in der Bevölkerung. Das ist auch eine gute Möglichkeit, zumal das Coronavirus offensichtlich nicht in der Lage ist, so eine solide Immunität hervorzurufen, wie beispielsweise das Masernvirus, das man nur einmal kriegt und dann lebenslang keine Masern mehr bekommen kann. Bei Corona kann das tatsächlich anders sein. Jedoch muss man davon ausgehen, dass sich natürlich eine Balance einstellt zwischen der Immunität der Bevölkerung und der Zirkulation von dem Virus. Und damit wird natürlich diese Infektion auch ihren Schrecken verlieren, weil wir dann einfach eine Situation haben, die analog zu der Grippe vielleicht jedes Jahr oder alle paar Jahre in einer Welle wiederkommt, aber sicherlich nicht mehr mit der Vehemenz und mit den Fallzahlen und mit der auch Krankheitslast, die das momentan hat.